Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mir sehr weiterhelfen und mich sehr freuen. So, denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Und wir reden jetzt mit Emmanuelle und, die Luft über dem Wolkenmeer ist so kalt, dass einem das Wort im Mund gefriert. Aber bloß nichts anmerken lassen. Das ist meine Devise. Als Adeliger hat man die Kontenance zu wahren. Das ist das A und O. Aber das verstehst du natürlich nicht. Nun denn, die Anführerin hier in Camp Wolkenwipfel ist Laniate. Finden wir sie. So. Ja, Endwalker wird auf jeden Fall dauern, bis ich da bin. Davon ist auszugehen. So. Wir können reiten, aber soweit ich das gesehen habe, sind wir hier wieder die lahmste Stufe. Kaum schneller als gehen. Seht ihr das? Ist es ein Flashback zu früheren Tagen? Oh. Wo ich mal ein Reittier bekommen habe und erstmal enttäuscht war, weil es so lahm ist. Tja, hier ist jetzt auch alles wieder lahm. Und fliegen kann ich auch nicht mehr. Tja, das ist jetzt weg, meine lieben Freunde. Fliegen gibt es nicht mehr. Fliegen war die längste Zeit. Fliegen ist jetzt vorbei. Erstmal. So, wir entdecken jetzt, glaube ich, langsam ein bisschen mehr von der Karte, oder? Ist das jetzt eigentlich immer in so vordefinierten Stücken oder ist das wirklich Fog of War? Das sehen wir jetzt gleich. Okay, es ist vordefinierte Stückchen. Ja, das Fliegen kommt wieder, ich weiß. Nur man muss es halt wieder freischalten. Aber hier würde ich halt am liebsten gerade fliegen können, weil, guckt euch das an, ich will hier fliegen können. Also es gibt keinen Ort, an dem ich so gerne fliegen können wollen würde, wie hier. Weil hier ist halt ein Wolkenmeer mit fliegenden Inseln. Ich heiße dich willkommen, Abenteurer. Mein Name ist Laniate Harlanard und ich habe das Kommando im Camp Wolkenwipfel. Die Schicksalsgöttin führt uns heute zum ersten Mal zusammen, aber ich habe schon viel von dir gehört. Francel, den du vom Vorwurf der Ketzerei befreit hast, ist mein Bruder. Dafür möchte ich dir danken, dass du dich so selbstlos für ihn eingesetzt hast, spricht Bände über deinen Edelmut und auch die Tatsache, dass du heute hierher gekommen bist, um dem Haus Harlanard beizustehen. Die Freude, dich zu sehen, ist ganz meinerseits, liebe Laniate. Du kannst aufatmen. Ich bin hier, um dir die Last deiner Sorgen von den Schultern zu nehmen. Oh, dich hatte ich noch gar nicht bemerkt. Kannst du dich noch einen Augenblick gedulden, ja? Wo waren wir? Camp Wolkenwipfel ist einer der auf den schwebenden Inseln errichteten Beobachtungsposten, auf denen wir nach Drachenausschau halten. Wenn ein Angriff droht, bemannen wir die Protektor, ein neuartiges großes Luftschiff, das es uns erlaubt, die Drachen in ihrem Element, in der Luft, in einem Kampf zu verwickeln. So lautet jedenfalls der Plan. Die Protektor leidet an Mängeln und ist nicht einsatzbereit. Außerdem haben wir Ärger mit den Vanu Vanu, dem wilden Stamm des Wolkenmeers. Es gibt also viel zu tun. Das kannst du getrost alles mir überlassen, liebe Laniate. Das habe ich doch im Handumdrehen erledigt. Ist sozusagen alles schon vom Tisch. Dank deinem Freund und Helfer, dem guten Emmanuelle. Ich bitte dich, Abenteurer, steh mir bei. Ich mach nicht die Gegend fertig. Gee, ich mach die Gegend unsicher. Wart mal ab. Ich werde die Gegend hier fertig, aber auch unsicher machen. Aber fertig nicht im Sinne von fertig, sondern ich werde die fertig machen, die Gegend. So richtig, ich werde die sowas von fertig machen. Bevor es richtig losgeht, hat Laniate eine persönliche Bitte an dich. Es gibt viel zu tun, aber zuerst muss ich etwas gegen diese Schwätzer unternehmen. Was hat sich der Graf nur dabei gedacht, uns diesen Nichtsnutsch zu schicken? Ich weiß, er war ihnen selber leid und hat die erstbeste Gelegenheit ergriffen, ihn weit, weit wegzuschicken. Würdest du dem ebenso begabten wie bescheidenen Emmanuelle bitte etwas ausrichten? Das Wolkenmeer muss dringend, beobachtet werden. Und diese wichtige Aufgabe ist zufälligerweise Emmanuelle zugefallen. Dabei kann er keinen Schaden anrichten und wenn er schon so viel quatschen muss, kann er es ja mit dem Wolken machen. Die haben mehr Geduld als ich. Oh, das ist eigentlich auch ein bisschen fies.
Eine wichtige Aufgabe, die Lana jetzt und nur mir anvertrauen kann. Hervorragend, das Vertrauen ehrt mich. Die Aufgabe erledigst du bestimmt blindlings. Um was handelt es sich eigentlich? Ich bin ehrlich. Du wurdest zum Wache-Wache stehen am Wolkenmeer verdonnert, damit du nicht im Weg stehst. Ist mir nur recht, kommt mir ganz gelegen, mal wieder eine ruhige Kugel zu schieben. Die lange Reise hierher hat mir ein bisschen zugesetzt und ich hatte sowieso vor, meinen Diener Honoroid mit dieser Sache zu betrauen. Wenn du es ihm also bitte sagen würdest, ich ziehe mich zurück. So richtig habe ich mich noch gar nicht vorgestellt. Ja, ich bin Honoroid, treuer Diener des Herrn Emanelein. Herr Emanelein wälzt wieder mal seine Aufgabe auf mich ab, aber... Ach, nun gut, ich werde mich selbstredend seinem Willen beugen. Das Wolkenmeer also. Verstanden. Ich werde es keinen Augenblick aus den Augen lassen. Nicht, dass uns noch eine Wolke abhanden kommt. Das war nicht meine beste Tat des Tages, aber es war notwendig. Ich werde es wieder gut machen. Schließlich sind unsere Familien gut befreundet. Danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich muss sagen, du verstehst es, mit ihm umzugehen. Du hast wohl Erfahrung im Umgang mit Nervensägen, wie? Der Krieger des Lichts, Bezwinger der Primae und Nervensägen, das nenne ich einen wahren Helden. Es kommt dann auf einmal eine Orgel mit rein hier. Laniet hat den ersten richtigen Auftrag für dich. Gut, kommen wir also zur eigentlichen Arbeit. Ich hatte schon erwähnt, dass es öfter Reibereien mit dem wilden Stamm der Wanu-Wanu gibt, der die schwebenden Inseln im Wolkenmeer bevölkert. So auch jetzt. Als wir vor ein paar Jahren ins Wolkenmeer vordrangen und zum ersten Mal auf die Wanu-Wanu stießen, machten wir ihnen Geschenke und erhielten die Erlaubnis, dort Beobachtungsposten aufzustellen, aber die in Freundschaft getroffene Abmachung hielt nicht länger als ein halbes Jahr. Wir wissen nicht warum, aber die Wanu-Wanu änderten von einem Tag auf den anderen ihre Haltung. Jetzt greifen sie alles an, was keine Federn hat. Daher ist an einen geregelten Frachtverkehr natürlich nicht zu denken. Es muss etwas unternommen werden. Marielle hat bereits verschiedene Maßnahmen in Betracht gezogen. Bitte sprich mit ihr und sieh, wie du ihr am besten helfen kannst. Danke dir, Potato. Die lahme Katze. Die lahme Katze. Die trotzdem ein ganz klein bisschen schneller ist, als wenn wir laufen würden. Kann man hier hoch? Ja. Ah ja, kann man. Ich grüße dich, Potato. Laniet hat deinen Kommen bereits angekündigt. Die Wanu-Wanu befinden sich auf dem Kriegspfad. Eine klare Strategie kann ich nicht erkennen, aber sie greifen uns an, wo sie uns antreffen. Man nennt sie wohl nicht ohne Grund einen wilden Stamm. Wilder Schwarm, fetter Vögel hätte es auch getan, denn so sehen sie schließlich aus, wenn du mich fragst. Jetzt aber zu deiner Aufgabe. Wir müssen die Gegend sichern, deshalb bitte ich dich, auf Patrouille zu gehen. Ich habe die Station auf deiner Karte eingetragen. Halte dort Ausschau und bezwinge alle Wanu-Wanu, die sich blicken lassen. Fette Vögel also. Ist das hier Fettshaming oder was? Ist das hier etwa Fettshaming? Muss Final Fantasy XIV jetzt gecancelt werden? Eieieiei. Schauen wir uns die mal selber an. Ob die wirklich so fett sind. Okay, die sind wirklich ganz schön fett. Ein bisschen dick sind sie. So, wir kriegen das nächste Stück aufgedeckt gleich. Yay! Und weil ich gerade schon hier stehe, überlege ich gleich nochmal ganz kurz darüber zu gehen. Nach Süden. Was bist du denn? Na gut. Ich gehe mal ganz kurz hier nach Süden, um das Kartenstück aufzudecken. Oh, das sind aber fette, fette Kühe. Mammuts, wie hießen die Dinger nochmal? Auerochsen? Was ist das? Keine Ahnung. Ochsen, dies, das, jenes. Irgendwas, was Milch droppt.
Was ich nämlich weiß, weil ich nicht schon mal fahren musste über die Milchtropfen. Oh, schauen wir uns mal nach den fetten Vögeln um. Was? Der hat aber Spaß. Den Spaß will ich ihm nicht nehmen. So. Bam bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam bam. Bam bam bam. Bam bam. Bam 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 bam. Bam. So. Oh nein! Fette Vögel! Aber wisst ihr was? Ich gehe jetzt nicht zurück. Ich gehe mal ganz kurz noch ein ganz kleines Stück nach Norden, um ein neues Stück aufzudecken wieder. Danke. Wobei, ich könnte noch direkt noch hier rüber gehen. Tada! So, wir haben ein bisschen Karte aufgedeckt. Und schon wird die Welt kleiner, weil wir jetzt mehr aufgedeckt haben. Dun, 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 bam, bam, bam. Schon hübsch aus hier, ne? Kann man nicht anders sagen. Ist schon echt ein sehr hübsches Gebiet. Ich wünschte mir, es wäre jetzt nicht neblig, dann würde ich noch mehr sehen, aber ich finde es gut, dass hier in dem Gebiet, wenn es neblig ist, man schon ein bisschen weiter gucken kann als in anderen Gebieten. Weil wenn du jetzt in La Nocea bist, dann siehst du quasi bis hierhin, wenn es neblig ist. Du siehst fast gar nichts. Hier siehst du wenigstens wirklich noch ein bisschen in Entfernung alles, ne? Das ist schon ganz cool, dass du noch recht viel sehen kannst. Bist du den fetten Federviechern begegnet? Wie ich es mir gedacht hatte. Gute Arbeit, Potato. Wir haben die Gegend ein wenig sicherer gemacht, doch die Gefahr ist natürlich noch nicht gebannt. Marielle möchte die Moral in ihrer Truppe heben. Sag mal, hast du es auch bemerkt? Die Ritter in unserem Regiment sind nicht gerade bei bester Laune. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Camp Wolkenwipfel ist wahrlich kein Ferienlager. Wer hier landet, empfindet es eher als Strafversetzung. Was? Die ist doch voll schön. Der Dienst hier draußen verlangt den Rittern viele Entbehrungen ab. Es ist kalt, die Versorgungslinie ist schlecht und wir wissen nicht, wann die Drachen das nächste Mal über uns herfallen. Dazu kommt, dass unsere ganze Kampfkraft auf der Protektor basiert und die ist zurzeit nicht funktionstüchtig. Das macht uns zu leichter Beute und wir könnten, wenn unsere Heimat angegriffen würde, unseren Freunden und Familie nicht einmal zur Hilfe eilen. Dreh doch bitte mal eine Runde und sprich den Wachen etwas Mut zu. Ich glaube, dass es ihnen vielleicht viel bedeuten würde, einen Zuruf aus deinem Munde zu halten. Du bist schließlich der Krieger des Lichts. Der Krieger des Lichts. Komm, ich spring mein Tod. Ah, geht leider nicht. Nein, ich bin ja nicht suizidal, also. Außer im Videospiel vielleicht. Hui. Wer, wie, was, wo? Drachen? Die Wanu-Wanu-Horde? Ach
hier gibt's doch eh keine Feinde. Seit einer geschlagenen Viertelglocke setze ich mir hier schon die Beine in den Bauch. Und was ist passiert? Nichts. Was für eine unwürdige Aufgabe. Wachdienst. Ich. Dafür bin ich einfach nicht geschaffen. Aber du hast recht. Auf geht's. Zu neuen Taten. Neuen Abenteuern. Auf geht's. So Laniet. Sie soll mir eine Aufgabe geben, die meiner angemessen ist. Ich werde dann schon jemanden finden, der sie für mich erledigen kann. Ja gut, ich hatte ja ein bisschen Mitleid mit ihm, ne? Aber dass er dann immer Aufgaben möchte, die dann andere erledigen, damit er dann die Federn dafür einstecken kann. Ich weiß nicht. Also, mein Mitleid hält sich jetzt mittlerweile in Grenzen. Er will sich halt nur mit fremden Federn schmücken. Aber selbst will er keinen Finger krumm tun. Aber dann regt er sich auf, wenn man ihm nur schlechte Aufgaben gibt. Ein sehr illustrer Charakter. Um jetzt nicht beleidigend zu werden. Oha, ein aufmunternder Gruß. So viel Frohsinn habe ich hier schon lange nicht mehr erlebt. Zumindest seit meine Kameraden und ich beim letzten Mitternacht-Picknick waren. Das muss Monate her sein. Warum haben wir das nie wieder gemacht? Es war doch ganz lustig, den hart gefrorenen Lanosea-Wein herumzureichen, damit jeder mal etwas abknabbern kann. Das sollte man mal wieder unternehmen, aber erst bringe ich diese Wachschicht hinter mich. Und zwar mit höchster Konzentration. Jeder darf mal was knabbern vom Wein. Auf geht's? Wohin? Ist meine Schicht schon zu Ende oder gar meine Entsendung nach Camp Wolkenwipfel? Nein, anscheinend nicht. Aber wenn ich hier weiter Trübsal blase und meine Pflicht vernachlässige, schlüpfen vielleicht ein paar Drachen durch. Nicht auszudenken, was sie mit meinen Brüdern machen könnten. Ich muss mich konzentrieren und meine Arbeit tun. Wie das funktioniert, frage ich jetzt nicht, dass ich da nicht durch die ganzen Löcher durchschlupfe. Egal. Ich bin ein Elb. Ich kann sowas. Danke für deine Motivationshilfe, Potato. Ich habe gerade ein paar fröhliche Ritter gesehen, die sich über irgendetwas amüsiert haben. Irgendeine Geschichte mit einer Flasche Wein. So ein lustiges Treiben sieht man hier nicht oft. Deine Bemühungen scheinen also Früchte zu tragen. Nicht so bei Emanelane. Er hat seinen Posten verlassen. Oh je, wo führt das nur wieder hin? Ich glaube, er will einen neuen Auftrag. Marielle macht sich Sorgen um Laniet. Ich bin hoffentlich nicht so forsch, wenn ich sage, dass Emanelanes neuer Tatendrang nichts Gutes weisen kann. Arme Laniet. Emanelane wird sie ganz schön in Bedrängnis bringen. Willst du nicht mal nach ihr sehen? Hier kannst du im Moment ohnehin nichts für mich erledigen. Und die Namen. Ich habe ja gesagt, die Namen werden schlimm. Die Namen immer vorzulesen. Aber ich denke mal, das wird wie mit Uriangée und Alfino und allem. Irgendwann wird das schon funktionieren. Oder mit Orchafon. Levelieur. Ne? Ah, Potato, du kommst wie gerufen. Kann es sein, dass du Emanelane etwas zu viel Mut gemacht hast? Er schäumt ja förmlich über vor Tatendrang. Aber halb so wild. Ich habe ihm bereits eine Beschäftigung für ihn ausgedacht. Ich würde mich aber freuen, wenn du ihn begleiten oder ein wenig auf ihn aufpassen würdest. Hier an Camp Wolkenwipfel gibt es keine natürlichen Wasserquellen. Man kann auf einem schwebenden Insel ja nicht einfach ein tiefes Loch graben, um einen Brunnen anzulegen. Auf der schwebenden Insel Vorsian-Siran, die östlich von hier liegt, treten allerdings Feuchtkristalle auf, die eine ganz besondere Eigenschaft besitzen. Sie sind hydromagnetisch, das heißt, sie sind in der Lage, Wasser aus der Luft zu ziehen und zu speichern. Nimm Emanelane und lass ihn dort einen besonders nassen dieser Kristalle sammeln. Das wird ihn eine Weile beschäftigen. Die Seen, die sich um die Kristalle gebildet haben, werden von gefährlichen Geschöpfen bevölkert und außerdem wurden in der Gegend Wanu Wanu gesichtet. Wir wollen nicht so weit gehen, Emanelane in Gefahr zu bringen, deswegen bitte ich dich, auf ihn aufzupassen und ihn zu beschützen. Ja, ich darf wieder Kindermädchen spielen. Laniette hat eine neue Aufgabe für mich. Eine wichtige? Welches Drachennest soll ich ausheben? Welcher Prima Evil bezwungen werden?
Wir sollen Wasser holen, komm mit. Du kommst mit und schickst mich nicht alleine los? Das steht mir gut, dass ich einen so angesehenen Begleiter an meiner Seite habe. Also los, worauf warten wir? Ich werde zudem immer ehrlich bleiben, also... Als würde ich das jetzt ausschmücken für den. Ich muss ihn auch mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, den guten Herrn. Also sagen wir mal ganz rational, ja, wir sind hier in den Wolkenwipfeln und im Wolkenmeer und den Leuten hier geht's nicht gut und denen mangelt's an allen Stellen und die haben hier Gegner und die müssen auf Drachen aufpassen, hier ist kalt. Da gibt's halt einfach ein paar Aufgaben, die müssen erledigt werden. Da muss halt auch mal jemand zum Scheißhaus gehen und das Scheißhaus leer machen, ne, das Plumpsklo. Das muss halt auch mal gemacht werden oder so. Da muss auch mal jemand hier, oder muss sauber gemacht werden, oder es muss auch mal Wasser geholt werden, oder da muss halt auch einfach mal Kleidung gewaschen werden. Das sind halt Dinge, die müssen hier erledigt werden. So, da ist nichts Heldenhaftes dran. Das ist halt Wachdienst, meine Freunde. Das ist Wachdienst. Ihr müsst halt einfach, die Sachen müssen erledigt werden. Da gibt's keinen Ruhm. Da wären wir also. Von den Wanu war nur keine Spur. Eigentlich wollte ich sie mein Schwert schmecken lassen, aber das wird wohl noch was warten müssen. Aber wir sind ja wegen der Feuchtkristalle hier. Lust auf ein kleines Wettsammelpotato? Wollen wir doch mal sehen, wer den nassesten findet. Geh auch auf die Suche und bringe den nassesten Kristall, den du findest, zu Honoreut. Er wird den Schiedsrichter mimen und über seine Nassigkeit entscheiden. Also los, auf zur feuchtfröhlichen Kristallsuche. Für den ist das jetzt wieder so ein komischer, ich weiß nicht. So ein Sport halt, ne, Wettkampf. Wer holt den nassesten Kristall? Also ein feuchtfröhlicher Abenteuer. Ho, ho, ho. Damit habe ich den Adel auf jeden Fall gelockt, glaube ich. So sieht's aus. Herrlich, herrlich. So, wir haben einen neuen Ort entdeckt. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier machen müssen, um Feuchtkristalle zu kriegen. Müssen wir irgendwen töten oder so? Müssen wir diese Wasserhexagone töten oder was? Nee, da vorne, ich seh's. Das ist aber ein schöner Feuchtkristall. Der ist ja ganz schön feucht. Dieser Kristall ist knochentrocken, toll. Vielleicht hat er sich hier gerade erst in den See ergossen. Seine wasserelementare Ladung scheint jedenfalls sehr gering zu sein. Na gut, dann müssen wir halt einen feuchteren Stein suchen. Dinge, die ich mir nie im Leben hätte ausmalen können, dass ich sie jemals sagen würde. Wir müssen einen feuchteren Stein suchen. Der Stein war nicht feucht genug. Dieser Kristall ist knochentrocken, ja, okay. Also ich weiß nicht, es hieß ja irgendwie, dass hier so die Gegend ist, wo die ganzen tollen Feuchtkristalle sind und so. Scheint aber irgendwie so zu sein, als wären die alle irgendwie sehr trocken. Wollen wir die nicht eigentlich mal umbenennen zu Trockenkristallen, die ab und zu mal feucht werden? Ich dachte, das hier wäre vielleicht auch einer, aber das wieder so ein Stein ist, aber hier ist nichts, okay. Also ich nenne die ab sofort Trockenkristalle, Knochentrockenkristall. Passt vom Namen her besser. Aber an dem Ding war ich doch schon. Aber warum kann ich das wieder machen? Kann ich das immer wieder am gleichen sein und dann immer wieder und dann irgendwann ist es feucht? Schauen wir mal ganz kurz. Wenn da jetzt steht, dass der feucht ist, dann bin ich aber echt geschockt. Okay. Das wäre jetzt nämlich echt lustig gewesen. Dann müssen wir halt hier vorne gucken. Ich glaube, dann wird hier bestimmt einer sein und da wird einer sein. Die Würmer kenne ich doch, aber das ist ein Wolkenwurm, nur mit einer anderen Farbe. So. Dann schauen wir mal. Dieser Kristall hat eine hohe wasserelementare Ladung. Pass auf, dass du nicht nass wirst. Okay, von zwei Knochentrockenen zu einem superfeuchten. Superfeucht.
Was sind das da für Gebäude? Hinkommen tust du auf jeden Fall nicht. So einfach. Geronimo! Okay, ganz schön viel Schaden genommen. Habt ihr einen Feuchtkristall gefunden? Ich nehme ihn an mich. Hoffentlich mache ich mich nicht nass. Das kann man auch anders verstehen. Faszinierend, die Elementarkristalle speichern Unmengen an Wasser, ohne ihren Eigengewicht merklich zu erhöhen. Wirklich faszinierend. Honoroid fragt sich, wo Emmanuel Lane bleibt. Wo bleibt eigentlich Herr Emmanuel Lane? Er ist immer noch nicht von seiner Suche zurückgekehrt. Wir sollten ihn suchen gehen. Wer weiß, in welche Bedrohung er sich diesmal gebracht hat. Wir treffen uns später hier wieder. Viel Erfolg. Oh, da muss ich wieder den ganzen Weg dahin. Eieiei. Ich habe aber Orange vorgesehen in dem Bild. Also irgendwas scheint jetzt noch was zu passieren. Irgendwas Großes. Da, ist das nicht auch schon vor? Doch, das ist doch. Bam, 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 badadam, bam, bam, bam. Anzumutter, okay. Oh, der Nebel hat sich gelüftet. Okay, sieht doch nicht so schön aus ohne Nebel. Nein, also. Wir haben auch schon spät. Ja, es ist halt schon ein bisschen. Es ist sehr viel, was man auf einmal sieht. Keine Spur von Emmanuel Lane. Also sieht nicht schlecht aus, ne? Aber es ist halt sehr viel, was man auf einmal sieht. Man kann echt verdammt weit sehen. Eieiei. Dadurch wirkt das so ein bisschen chaotisch, das Wolkenmeer hier. Ich glaube, wenn man fliegen kann, wird das ziemlich cool aussehen, alles. Wir sehen ja auch viele Inseln nur von unten jetzt. Du bist übrigens sehr hässlich, habe ich dir schon mal gesagt? Du bist überaus hässlich. Tschüss. Traut sich nicht, mich anzugreifen. Tja. Herr Pet, Hilfe! Herr Emmanuel Lane wurde von den Wanuwanu gefangen genommen. Ich habe gesehen, wie sie ihn umzingelt haben. Kommt, schnell! Vielleicht erwischen wir sie noch. Aber auch hier wieder etwas, was ich immer wieder gesagt habe, ne? Das Spiel macht sehr oft 2 statt 3, ne? Es gibt ja immer die magische 3, ne? Beim dritten Mal geht alles gut und bla bla. Wir hatten jetzt wieder 2 Orte, an die wir gucken mussten. Das Spiel vermeidet sehr oft die Zahl 3. Viele MMOs und viele andere Spiele allgemein machen sehr oft, du musst 3 davon, 3 dies, du musst 3 Orte, dies, das, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ihr kennt ja die 3, ne? In Videospielen und allen möglichen. Es ist immer die 3, 3, 3, 3, 3. Und hier ist es super oft die 2, die 4, die 2, die 4. Ich sag dir, die umgehen die 3 ganz, ganz bewusst. Sie haben Herr Emmanuel Lane in ihr Lager verschleppt und Wachen aufgestellt, seht nur.
Hört, ich kehre nach Camp Wolkenwipfel zurück und werde Lanayette informieren. Haltet ihr hier so lange die Stellung. Wenn sich im Schutz der Dunkelheit eine Gelegenheit ergeben sollte, Herr Emanelane zu retten, lasst sie um Halones Willen nicht verstreichen. Herr Emanelane kann unausstehlich sein, aber er hat ein gutes Herz und verdient es nicht, als Gefangener eines wilden Stamms zu enden. Wir dürfen ihn nicht im Stich lassen. Jeder in seinem Umfeld weiß einfach, was für ein komischer Typ er ist. Ich weiß nicht, ob die Japaner ungerade Zahlen nicht mögen. Also es gibt auch viele japanische Spiele, die oft die 3 benutzen. Aber die hier, also echt wirklich, die verzichten komplett auf die 3. Also manchmal haben die auch Sachen, die 3 sind, aber sehr selten. Die haben deutlich öfter 2 und 4. Und Sachen wie 6 und 5 habe ich auch schon gesehen. Bei den wilden Stämmen-Quests zum Beispiel. 5 Milchwurzel-Dinger besorgen und so. Aber 3 ist halt echt selten in dem Spiel hier. Die Musik ist schön. Nein, ich bin zu edel, um so zu sterben. Wollen die ihn kochen oder was? Potato, mach dich nützlich und rette mich! Also wirklich mal. Ich bin immer nützlich. Wie der mit mir umspringt. Was für ein mieser Tag. Nanbanano-E hat sich befreit. Wano-O, lass sie nicht entkommen. Es ist keine Zeit für Diskussionen. Lustig. Und hier heißt er jetzt Emanelane, der Luftige, okay. Aber schade, dass meine Karte sich nicht aufgedeckt hat jetzt hier währenddessen. Enchefort. Guck mal an. Hier gibt es eine richtige Rettungsaktion.
So. Noch mehr von denen? Honuo ist wahr, du Häuptling. Honuo ist gefüllt mit Zorneswut, wie Wolkennacht mit Regen. Navanue, an staubigen Grund Gefesselte, verneigt euer Haupt vor Wolkengott. Bismarck, weiße Gott, Herr der Wolken! Ist das ein fliegender Wal? Hier können wir nichts ausrichten! Zurück! Verflucht! Wieder mal verdammt typisch. Also gut, wir gehen runter. Jawohl, Chef! Sid kommt zur Rettung und hi, Eska. Los, an Bord mit euch! Sid ex machina. Warum war gerettet? Vom guten alten Sid mal wieder. Ha, das war ja wieder mal eine knappe Sache. Und dann gleich noch ein prima E obendrauf. Ganz nach meinem Geschmack. Schön, dich wiederzusehen, Potato. Dazu noch so unverhofft. Die päpstliche Kurie hat unsere Hilfe angefordert. Deswegen sind wir hier. Es geht um die Protektor. Die Ischgarder-Ingenieure benötigen unsere Hilfe bei ihrer Fertigstellung und das lieber gestern als heute. Aber so ist es mit allen Kunden. Immer ist alles eilig, immer kann es gar nicht schnell genug gehen. Als ich hörte, dass du hier bist, habe ich alle Lauscher auf Empfang gestellt und siehe da, wir haben dich gefunden. Gerade zur rechten Zeit, aber das ist ja die Spezialität der Gala- und Metallwerke. Aber jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Die Guild fliegen schließlich nicht von alleine in meine Guildbörse. Mach's gut. Das ist Sid. Der kommt mal eben kurz vorbei, um uns zu retten, den Arsch zu retten, und dann geht er wieder. Ich sag ja, Sid ex machina. Der Sid aus der Maschine. Der einfach mal, also, ne, ihr kennt ja vielleicht Deus ex machina. Das ist der Gott aus der Maschine, wenn irgendwo aus dem Nichts eine Sache kommt, die vorher nicht so angedeutet wurde, etc., die auf einmal kommt, um irgendeine Situation, die auswegslos ist, aufzulösen. Und das ist jetzt gerade Sid gewesen. Ist eigentlich eine Sache, die man eher als was billiges Storywriting sieht, aber ich bin immer froh, wenn ich Sid sehe. Emane Lane scheint vor lauter Stolz zu platzen. Worauf ist er bloß so stolz? Da sind wir dem Tod gerade nochmal von der Schippe gesprungen, was? Aber wir können von Glück sagen, denn wenn ich nicht gewesen wäre, hätten wir den Prima E erst viel später entdeckt und dann wäre es womöglich zu spät gewesen. Ischgard, nein, Eosea hat einen neuen Helden.
Lanayette muss sofort davon erfahren. Sie wird beeindruckt sein, da habe ich keine Zweifel. In der Regel werden Helden nicht gefangen genommen und müssen dann von einem ganzen Trupp von Leuten gerettet werden, plus ein Luftschiff. Ja gut, wer bin ich? Ich wurde damals von den Amal'Jar festgenommen. Aber da war ich auch noch nicht der Held von Eorzea, also von daher mögen wir mir das verzeihen damals. Das war so ein kleiner Ausrutscher meiner Heldenkarriere. Ja gut, vielleicht kann er ja noch zum Held werden, aber ich glaube, du bist noch, hast noch ein ganz gutes Stück vor dir, bevor du zum Helden wirst, mein Lieber. Es wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Hi, Liam. Ach ja. Dam, dam, dam. Dam, da, dam, dam, dam. Da, da, dam. Da-da-dam-dam-dam. Wir können auch mal ein bisschen entschleunigen. Guck mal hier, wir können auch mal ein bisschen entschleunigen. Aber es jemand gibt, der die ganzen Quests so gemacht hat und dann so rumgelaufen ist. Zum nächsten Questing. Bestimmt gibt es irgendjemand, der das gemacht hat. Das ist dann der slowest percent oder so. Speedrun. Der Slow Run. Was würde ich einfach den Sprint machen und dann so mache? Dann laufe ich schneller. Das ist lustig. Dann gehe ich schneller. So. Da bist du ja wieder, Potato. Bist du unversehrt? Was ist geschehen? Ein Prima E? Bismarck, der Herr der Wolken. Bismarck ist der legendäre weiße Wal des Wolkenmeeres. Haben die Wanu-Wanu ihn also als ihren Prima E herbeigerufen? Ungeheuerlich. Wir hatten doch gute Beziehungen zu dem Wanu-Wanu. Was hat doch diesen Sinneswandel ausgelöst? Vielleicht steckt sogar der Prima E selbst dahinter. Ja, vielleicht hat er vom Geist der Wanu-Wanu Besitz ergriffen. Wie mir unsere Freunde vom Bund der Morgenröte erklärten, können Prima E die von ihnen Besessenen nach Belieben kontrollieren. Bla bla bla, das hat doch alles nichts mit mir zu tun. Lanayette, du bist du denn nicht total aus dem Häuschen, dass ich es war, der... Potato, willst du ihn erschlagen oder darf ich? Ich kann dieses Geschwätz nicht mehr ertragen. Und ich schulde dir eine Entschuldigung. Erst jetzt wird mir klar, was ich dir mit ihm zugemutet habe. Wir müssen umgehend den Papst informieren. Ich werde seine Heiligkeit und die Tempelritter über die neue Bedrohung informieren. Ich danke euch, Auschefor. Potato, du kannst im Augenblick nichts für uns tun. Kehre du auch nach Ishgard zurück. Wie, und was ist mit mir? Macht euch keine Sorgen um mich. Ich werde mich von meinem Heldentaten ausruhen und ebenfalls nach Ishgard zurückkehren. Du weißt also, wohin du deinen Liebesbrief verschicken kannst, Lani. Potato, kehren wir mit dem gleichen Luftschiff zurück? Es gibt viel zu besprechen. Ach ja. Schade, wir müssen aus dem Wolkenmeer schon wieder weg. Jetzt geht's ins eisige westliche Körters. Ich nehme an, dass es eisig ist dort. Gut, hier oben ist es ja offiziell auch sehr eisig und kalt, aber das ist ja, also, es sieht hier nicht sehr eisig und kalt aus. Es hört sich eisig und kalt an wegen dem Wind, aber das war es auch. Ist halt sehr hoch, ne? Da ist natürlich sehr kalt, aber Schnee sehe ich hier keinen. Eis sehe ich auch keinen. Das ist das Lustige, die haben von einem gefrorenen Rotwein gesprochen, aber da hinten sind Teiche, die nicht gefroren sind. Sollte ich das in meiner Kritik erwähnen? Nein. Das sind Sachen, über die kann ich wegsehen. Über die kann ich einfach hinwegsehen. Moment, wir machen das mal eben so. Es geht ein bisschen schneller. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber was soll's. Bam, 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 badam, bam. B-
Weil ich gerade eine Sache gucken wollte. Ich habe ja so ein paar Sachen, die ich skippe mittlerweile. Ich weiß nicht, wo das drin war. Ich war das hier irgendwo. Jetzt muss dann wohl in. Aber das kann auch nicht hier drin gewesen sein, oder? Es gibt auch irgendwo die Möglichkeit einzustellen, dass man bereits gesehene Cutscenes skippt. Und da gibt es auch die Möglichkeit, Reise-Cutscenes zu skippen. Und ich glaube, die habe ich jetzt auch geskippt. Ich weiß noch nicht, ob der Reise-Cutscenes skippt, wenn man die noch nie gesehen hat. Und ob es hier auch Reise-Cutscenes gibt oder nicht. Weil das erste Mal will ich die schon sehen, eigentlich. Namensanzeige. Sieht echt ein bisschen schlecht aus. Ich weiß nicht, wo das war. Könnte es vielleicht sein oder so. Nee. UI? Weiß ich nicht, was hier ist. Ah, ich finde es jetzt gerade leider nicht. Egal. Das Luftschiff nach, ja, das Luftschiff nach Ishgard. Ich glaube, da wird es bestimmt auch eine Reiseanimation geben, die wir jetzt nicht sehen. Nee, ich habe noch keine gesehen. Ich bin noch nie von da zurückgeflogen. Deswegen, aber ich weiß nicht mehr, wo man die ausgestellt hat. Ich habe keine Ahnung, wo man das umgestellt hat. Ich erinnere mich da nicht mehr dran. und hier finde ich halt nichts, wo das Karte nach Ortswechsel inaktiv. Standardgröße, Größe, Texte. Hilfetexte, dies, das. Sachen nach Login anzeigen, Hauptmenü, Hardelemente. Minikarte anzeigen. Das sind Namensanzeigen. Ah, da. Ah, scheinbar, ja, okay. Bereits gesehene Videosequenz für Transportmittel. Da war das einfach eine wiederverwertete Cutscene oder so, die ich deswegen nicht sehe. Das war eine angenehme Reise, aber vielleicht war sie nicht mehr als die Ruhe vor dem Sturm. Ich werde Emmerich in der Kongregation der Tempelritter aufsuchen und über das Erscheinen des Primae unterrichten, wenn er nicht bereits davon gehört hat. Kehre du in unser Anwesen zurück. Emanelaine sollte auch schon angekommen sein. Eine Vermutung, über die man sich besser Gewissheit verschafft. Ich bin gespannt, was mein Vater ihm zu sagen hat. Obwohl, ich kann es mir schon denken. Ja, ich glaube, da ist immer die gleiche. Ne? Das ist deswegen. Ja, gut. Da müssen wir sie auch nicht nochmal sehen. Das stimmt schon. Also, wenn es eh immer die gleiche ist, dann ist es ja auch wurscht. Also. Da muss man die nun wirklich nicht sehen. Ein düsteres Schauspiel, was ist das? Ist das eine Quest, die irgendwas Gutes freischaltet? Weil das, die Wiege der Astrologie ist auf jeden Fall eine Klasse, ne? Ist das auch ein Klassending, ein düsteres Schauspiel? Was für Klassen gibt es denn, wo das so passen könnte? Eine Tänzer haben wir ja in Limsei, glaube ich. Ah, vielleicht Dunkelritter kann das sein. Das könnte bestimmt die Dunkelritter-Quest sein. Ich muss halt schauen, was ich mache und was nicht. Sorry, musste ganz kurz niesen. Uiuiui. Und nochmal, danke. Eieiei. Au, meine Wange, au, 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 au. Was passiert ist? Mein Vater hat mir eine gedonnert, das ist passiert. Er war außer sich vor Wut darüber, dass ich seinen Gast in Gefahr gebracht habe. Dabei warst du doch keine Sekunde in Gefahr. Du kannst auf dich selbst aufpassen, so wie ich. Keinen Kratzer habe ich in Camp Wolkenwipfel abbekommen. Und jetzt zieh dir meine Wange an.
Oh, das dritte Mal genießt. Ich keine Ahnung, was ich nehmen soll. Ist alles für mich gerade sehr wertlos. So, jetzt müssen wir das andere Quest starten, ne? Nach westliches Kötters. Aber das ist ein wunderbarer Augenblick, meine lieben Freunde, um den Part zu beenden, nicht wahr? Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Im nächsten Part geht's ins westliche Kötters. Bis dann. Tschüss.